Da erreicht mich also über Infamy die Frage, warum denn alle Feuilletonisten auf der Welt eine eigene Videosendung haben und der Supra von Infamy nicht. Die Anfrage kam von unserem lieben Pat. Natürlich haben wir jetzt ab sofort auch eine Feuilletonisten-Einschaltung. Ich setze mir jetzt den Feuilletonisten-Hut auf, auch mein Thinking Cap, und erzähle ein bisschen über das Ausstellungsjahr 2008 in Basel. Ich beschränke mich jetzt im Moment noch auf die Museen, jetzt im Speziellen, und auch auf das erste Halbjahr. Also, es gibt sehr viel Schönes zu sehen im nächsten Ausstellungshalbjahr in Basel. Es fängt an in unser aller Fondation Bayerler. Das ist das schöne Sommerhaus da vor den Toren der Stadt in Riechen draußen Richtung Lörrach. Das ist dann schon Deutschland. Die Fondation Bayerler, die hat eine neue Direktion. Der Herr Sam Keller von der Art wird neuer Direktor und zeigt als erstes Action Painting. Action Painting, das sieht in etwa so aus. Das Bild ist nur sehr klein und ein bisschen unscharf. Action Painting ist sehr mit dem Namen des Künstlers Jackson Pollock verbunden. Kennen Sie sicher alle Jackson Pollock. Berühmt sind die Filmaufnahmen, wie man ihn sieht, wie er mit Farbkessen und Pinseln eine Leinwand bearbeitet, die auf dem Boden liegt, und die Farbe dann drauf, dass der Gestus, der Bewegung, eben die Action für das Malen, für das Painting sehr wichtig wird. Das ist eine der großen Highlights im nächsten Jahr. Aber natürlich hat nicht nur die Fondation Bayerler Highlights, auch das Kunstmuseum Basel hier als Schrift hat eine ganz schöne Ausstellung in Vorbereitung, nämlich Chaim Soutine. Chaim Soutine ist ein Maler, der Ende des vorletzten Jahrhunderts in Weißrussland, in der weißrussischen Provinz, in einem strenggläubig jüdischen Umfeld auf die Welt gekommen ist. Ein Umfeld, das sehr bilderfeindlich war, hat sich dann trotzdem durchgesetzt, wurde Maler, ging nach Paris, kam dann mit den großen Malern der Avantgarde in Paris zusammen, hat aber auf eine ganz andere Art Bilder gemalt. Seine Bilder sehen aus so zum Beispiel, also Porträts sieht man da von Kindern, oder er hat Stillleben gemalt und Landschaften gemalt. Also das klassische Trio der klassischen Kunstgeschichte, die man in jedem Museum sehen kann. Aber die Stillleben zum Beispiel sehen bei ihm so ganz anders aus, als wir das zum Beispiel von den alten Niederländern kennen, wo da so üppige Mahlzeiten aufbereitet werden. Ein Stillleben sieht zum Beispiel aus, ein hagerer, toter, dünner Fasan auf einer weißen Fläche, wie eine Leiche auf dem Leichentuch. Chaim Soutine, sicher ein sehr interessanter Maler, den es auch jetzt, doch über 60 Jahre nach seinem Tod neu oder frisch zu entdecken gibt. Chaim Soutine war übrigens einer der großen Vorbilder von so großen amerikanischen Künstlern wie William de Kooning oder auch, um auf den vorherigen Mensch zurückzukommen, von Jackson Pollock. Gehen wir gleich weiter in das Museum Tergely in Basel. Auch das Museum Tergely in Basel hat eine wunderschöne Ausstellung für uns bereit, nämlich, sie heißt Kunstmaschinen, Maschinenkunst. Und wie der Titel schon sagt, geht es um Maschinen, die Kunst herstellen. Und da war natürlich der Jean Tergely ein großer Meister seines Faches. Ich versuche jetzt hier im Ausstellungskatalog eine dieser Metamagique zu finden, eine der Maschinen, die Zeichnungen, Kunst herstellten. Ich finde jetzt keine, aber wahrscheinlich, wenn Sie mal im Museum Tergely waren, dann kennen Sie diese lustigen Maschinen noch. Es ist nicht nur Jean Tergely hat solche Maschinen gemacht, nein, auch andere sehr bekannte zeitgenössische Künstler waren tätig, zum Beispiel unser aller Damien Hirst. Okay, Kunstmaschinen, ich habe die Zeichenmaschine immer noch nicht gefunden und ich werde sie in absehbarer Zeit nicht finden. Und weil es mir langsam
peinlich wird, weil ich es nicht finde, lasse ich es. Ach, da ist sie doch. Hier ist eine Zeichenmaschine von Sean Turgany. Von diesen wird es ganz viele zu sehen geben im nächsten Jahr. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen weg. Nicht ganz weg von der Kunst, aber auch ein bisschen mehr in die Geschichte. Rein im antiken Museum Basel und Sammlung Ludwig, wie das Museum ein bisschen kompliziert heißt. Die antiken Museum Basel hat in letzter Zeit vor allem solche Sachen hier gezeigt aus Ägypten. Geht wieder von Ägypten weg, kommt zurück zum Kerngeschäft, nämlich der klassischen griechischen und römischen Antike und widmet sich einer Figur, die so wichtig ist für die abendländische Kunstgeschichte, für die abendländische Literatur und Kunst überhaupt, wie keine andere, einem Herrn namens Homer. Homer, bekannt geworden durch zwei doch sehr gewichtige Bücher, Ilias, also die Kriegsgeschichte rund um Troja, und die Odyssee, die ein bisschen missglückte Heimfahrt des Odysseus, gelten als die Grundfesten unserer Kultur. Homer, eine große Ausstellung, die sich dem Faszinotum der Werke widmet, der Umsetzung zur griechischen und zur römischen Zeit und auch der Zeit bis zu heute. So, das war's für den Moment. Ich habe es doch schon immerhin 6 Minuten und 43, 44, 45 Sekunden geredet. Darum höre ich jetzt auf, setze den Feuilletonisten-Hut wieder ab und beende die Sendung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.